Den Kampf hätten wir hinter uns. Und damit, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope, unserem allseits Lieblingsspiel. Wie auch immer, wir haben beim letzten Mal ein bisschen weiter Welt 2 erkundet, neue Ability, beziehungsweise eine stärkere Ability gelernt. Wir können jetzt Pflanzen wachsen lassen. Das ist cool. Wir müssen aber immer noch zum Hauptbahnhof kommen und der befindet sich da oben. Wie genau, weiß ich nicht. Aber das sollte nicht so schwer werden. So, wir schillen an den Baum. Da kommt... Doch! Oh mein Gott. Items kommen in letzter Zeit häufiger aus Bäumen und so raus. Deswegen finde ich ganz nice. Wunderbar. Hier können wir spinnen. Für ein bisschen Geld doch immer wieder gerne. Wir können hier lang. Das ist cool. Und jetzt können wir halt hier rumlaufen. Und können die andere Brücke benutzen, die wir erschaffen lassen haben. Genau. Und können somit das Auge beseitigen, das uns den Weg zum Bahnhof versperrt. Wir waren hier die ganze Zeit richtig. Ich wusste das natürlich von Anfang an. Das ist mir nicht gerade erst in den letzten 2 Sekunden gekommen. Weird, aber okay. Ganz genau. Dann gehen wir mal hoch zum Bahnhof. Hier erwartet uns erstmal nichts. Was haben wir hier rechts und links? Gar nichts. Hier haben wir die Mütze von dem Zugführer. Das ist cool. Hier können wir uns zurückschießen. Oder darüber und da drüben. Können wir ein Rätsel machen? Ja, machen wir doch. Einfach so random das Rätsel. Bevor wir direkt in krasse Dinge reinsteigen. Das Icon ist neu, dass man die Kamera nicht bewegen kann. Das ist mir direkt natürlich aufgefallen, weil ich bin ja ein Profi in meinem Gebiet. Was machst du? Du fährst hoch und runter. Hier ist auf jeden Fall was. Da befindet sich, glaube ich, ein Block. Weil hier ist keiner und da wir einen brauchen, bin ich mir schwer sicher, dass das hier einen ergibt. Die Rätsel sind echt... Bonk, bitte funktionier. Ach man, nochmal runter. Hoch damit. Auf die Plattform. Und dann kommen wir nach da hinten. Wo der Weg uns genau hinführt... Ah, da hinten, das ist einfach nur ein Zusatzgebiet, wo man nochmal einen Kampf machen könnte für eine... Für eines dieser Dinger. Ja, und da leckt erstmal das Game wieder. Was ist mit diesen Partikeln los? Ist das bei euch auch so verbuggt oder ist das nur bei mir? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Planetenmünze heißen die genau. Okay, dann würde ich jetzt aber sagen, steppen wir mal zum Bahnhof und gucken, was uns dort Spannendes erwarten tut. Let's go. Oder ist da rechts noch was? Ich glaube nicht. Dann let's go. Endlich kommt, Freunde. Das ist der Schnellzug zur Speisspitze. Ich hinke dem Fahrplan schon gefährlich hinterher. Wagner, was ist mit dem Finsterzeit-Tentakel auf den Gleisen? Kümmern Sie sich nicht um solche niedrige Angelegenheiten, süße, erhabene Genie. Überlassen Sie das mir und meinem Zug. Wir brettern einfach mitten durch. Wenn Ihre Freunde auf der Speisspitze verweilen wollen, werden sie in meiner Gunst und unter meinem Schutze stehen. Ich finde, der Charakter ist gut geschrieben. Ich feiere den. Hier gibt es auch noch mal eine Übersichtsmap, was alles gibt. Aber die haben wir ja selber, deswegen gar kein Stress. Ich würde sagen, wir steigen mal da ein. Fürchtet euch nicht! Fürchtet nicht den holprigen Pfad, der vor uns liegt. Meine Radsätze ruhen auf Gleitlagern, die einer stoßfreie Federung meiner Hornblöcke ermöglichen. Deutsch. Na ja, das ist ganz toll, aber könnten wir uns bitte auf den Finsterzeit-Tentakel auf den Gleisen konzentrieren, statt auf Stoßdämpfer?
Alles einsteigen! Die Kraft des Dampfes steht in ihren Diensten. Legen wir uns ins Zeug für die Herrlichkeit von Terra Flora. Let's go! Das ist ein echter Wriggler. Ein magisches Portal in eine andere Welt. Das sieht jetzt im ersten Moment nicht so gut aus. Zerstöre Finsterzeitaugen. Zerstören Finsterzeitauge. Die deutsche Übersetzung. Da kann man aber noch ein bisschen was rausholen, sage ich mal. 12 Züge bis zur Niederlage. Okay, wir haben auf jeden Fall ein Limit, was ich jetzt erstmal nie so gut finde. Aber okay. Und der Wriggler bewegt sich auch noch. Cool. Wir kommen alle bis dahin, dann ist gut. Schlecht. No way. Verstehe ich das richtig? Oder lost? Aber wir kriegen schon mal zwei weg, das ist gut. Wir, hallo? Hä? Ah doch. Das war nur eine weirde Animation, okay. Skurrile Dinge, die passieren. Ich bin mir sicher, der wird zwischen vorne und weiter hinten wechseln. Deswegen wir einfach ein Stück weit mobiler sein müssen. Deswegen use ich jetzt auch mal hier die Röhre. Mach hier einen Mario Kart Double Dash. Und feuer die beide aus der Welt. Bumm. Tschüss. Du kriegst auch noch mal ein bisschen was ab. Warum nicht? Ist aber nicht down. Okay. Davon kann es auch nie genug geben. Einfach, die einfach auf der Map rumlaufen. So. Ist ja egal, was sie machen. Aber solange sie da sind, halten sie Gegner auf. Oder Gegner zielen auf die anstatt auf uns. Also im Normalfall macht es das besser. Ja, würde ich zumindest so erstmal unterschreiben. Ich gebe mal ab und wir gucken, was passiert. Er hier macht mir Sorgen, aber den konnte ich von unten gerade nicht treffen. Aber eben, er schießt auch auf die Kleinen. Das dachte ich mir. Ich hoffe, die nehmen jetzt auch die Schurkensicht auf sich. Das wäre auch gut. Und genau das dachte ich mir, deswegen habe ich Rosalina auch da hinten stehen. Und er kriegt hier schön den Schuss ab. Oh, aber er kann halt auch drauf ballern, gell? Aber er macht halt Flächenschaden. Und sie kann nicht angreifen. Okay. Genau. Passiert was? Ich weiß es nicht. Wie dem auch sei,
Doch. Nicht schlecht schon mal. Und du magst doch Wind, habe ich gehört. Sehr effektiv gegenüber denen. Hat sich jetzt schon gelohnt, den zu leveln. Zumindest meiner Meinung nach. Das bringt erstmal gar nichts, weil auch keine Gegner in der Nähe sind. Aber mal gucken, was die hier so Spannendes erleben. Die Sache, vor der ich Angst habe, wir müssen ja diese Augen besiegen und haben 12 Runden dafür Zeit. Wie viele wird es noch geben? Und was ist das Spezielle bei diesem Bosskampf? Abgesehen, dass der Wiggler die ganze Zeit uns kaputt macht. Bowser schießt auf jeden Fall auf das Hintere, ist ja klar. Allein wegen dem Flächenschaden. Wunderbar, da sind direkt drei weg. Das ist so cool. Das ist nicht so cool. Nee, wenn dann von der Seite hier. Warte, reicht das nicht schon, wenn ich das von hier mache? Oh mein Gott, das ist so durchdacht. Ich finde das so gut, wie man da richtig mit Physik und so funktioniert alles gut hier. Das freut mich. So, als nächstes wird er ja wahrscheinlich wieder vorgehen. Deswegen, warum nicht mit ihr mal ein Stück vor und auf den Kollegen hier ballern. 8 von 16. Wir haben die Hälfte und erst 2 Züge verbraucht. Okay, das ist easy. Hier erstmal einen Schutz rausholen, weil wir stehen leider ein bisschen zu offen mit Rebella. Aber das ist gar nicht so schlimm, sage ich jetzt mal. Einfach daher so. Warum hier nicht noch ein paar von denen zufahren lassen? Die wehren Gegner ab, das ist gut. Also Angriffe ab. Ist feierbar. Deswegen, ja. Ich finde schade, dass Bowser sich nicht umdrehen kann, nachdem man geschossen hat. Weil sonst würden die da spawnen und wären vielleicht schon durchgekommen. Boah, das könnte auch strong sein. We will see. Ich gebe den Zug ab und wir gucken, was passiert. Jamba gar nichts. Weil... weiß es nicht. Das ist nicht gut. Solange er nicht seinen Effekt zündet, dass ich nicht angreifen kann, bin ich erstmal zufrieden damit. Er kriegt wieder Augen. Und er geht noch weiter nach hinten. Ah, das ist jetzt nicht gut. Das wiederum ist sehr gut. Ich muss es nehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das sind alle, die zerstört werden müssen. Das ist entspannt. Zumindest, wenn ich das so richtig einschätze, wie ich es einschätze. Doch, wir können auch Rebella mitnehmen. Das ist gut. Weil Rebella kommt bis hierher, ja. Ah, wobei Rebella hätte sich halt um die hier kümmern müssen, gell? Ah, Rebella kann gar nicht angreifen, also gar kein Thema. Wieso kann Bowser? Doch, Bowser kann doch Team spielen, ja eben. Bowser muss ganz, ganz nach hinten. Warum habe ich keine Stampfattacke gemacht jetzt? Ah, weil ich die vorher schon gemacht habe, gell? Ja, okay. Nicht so schlimm. Solange die drei Augen hier weg sind, bin ich doch zufrieden. Mit meiner Leistung. Da du eh nichts machen kannst. Ja, warum keinen komplett Heal einfach mal? Ich bin mir sicher, weil er jetzt wieder nach vorne geht,
sollte ich halt die weiter vorne jetzt wegmachen, dass ich nicht so weit hinterherlaufen muss. Die sind halt immun dagegen, größtenteils. Aber hiergegen nicht. Oh yes, und da werden 3 Stück eingefroren. Das fühlt sich so gut an. Da die nichts machen können, brauche ich mit Bowser auch nichts machen. Ich gebe den Zug ab. Die werden jetzt aufgeweckt durch meine Robo-Koopas, glaube ich. Ja, er wird mich aber, glaube ich, jetzt nicht treffen, oder? Ja, genau. Ah, er geht nur in die Mitte. Guck mal, das ist doch auch entspannt. Also, je nachdem, was jetzt halt noch passiert. Die sind wieder aufgewacht, was halt jetzt nicht so gut ist. Auch wenn sie, also, bewegen sich gar nicht. Ja, okay, dann ist gut. Dann habe ich mich natürlich nie beschwert. Kann man nochmal einen Dash mitnehmen? Warum nicht? 2 Augen raus. Das hat sehr gut geklappt. Gereinigter Finsterzeit-Energiekristall erhalten. Da gibt es auch die Erfahrungspunkte des Jahrtausends für. Und der Wiggler ist auch gerettet. Ist das nicht schön? Das Cutscenes laggen finde ich aber nicht so schön. Und dass der Zug kaputt ist, findet Wagner nicht so schön. Schändliches Schicksal! Liebste Genie, meine Zuckersüße, der meine unsterbliche Liebe gilt. Es ist der Wille des Schicksals, dass unsere gemeinsame Zeit hier endet. An einem riesengroßen, mit Tentakeln beschmutzten Tower. Während sie zur Speisspitze reisen, muss ich hier ausharren und meine geliebte Steamy wieder in Schuss bringen. Gut. Also, danke für... Unbändiges Verlangen. Verbergen Sie Ihren Kummer, Genie. Gehen Sie, ziehen Sie los zur Speisspitze, bevor ich meinen Schwur gegenüber diesem großen, antiquierten Lastesel breche. Zu höflich, der Kollege. Ich würde sagen, wir machen direkt hier weiter. Lecker, lecker, lecker. Ganz viel davon. Hier ist der Rückweg wahrscheinlich nach unten. Ey, wie groß ist denn die Map? Ich feiere das nicht, wenn... Die Sache ist halt, je größer die Map, desto mehr Aufgaben und desto länger dauert es, diese zu machen. Deswegen, wie gesagt, dafür ist der Stream zuständig. Das hier ist... sind Dornen, die wir aber wegmachen können, um damit A, eine Höhle und B, einen Weg hier außen... Wahrscheinlich kommen wir da unten gleich raus... Wenn wir durch die Höhle hindurchschreiten sollten. Hallo? Ich finde, die Ladezeiten von dem Spiel sind echt lang. Zusätzlich flüssig laufen tut's auch nicht. Aber das ist okay. Guten Tag. Ja, das ist mir eigentlich egal, was du willst. Ich will einfach nur... an dem hier vorbei. Sowieso. Hier gibt es erstmal nichts. Doch, eine etwas schmutzige Röhre. Aber das ist nicht so schlimm. Ah ja. Eine unsichtbare, versteckte Leiter. Und eine Eisrutschbahn. Und wir können die jetzt hier von der anderen Seite kaputt machen.
Genau, hier. Wunder, wunderbar. Was ist das hier hinten? Das ist Sass. Das dachte ich mir. Irgendwas muss dir sein, weil das ist schon sehr auffällig. Aber nun gut. Hier ist auch was Auffälliges. Ein weiter Weg für uns. Ist das nicht schön? Ich traue hier mittlerweile gar nichts mehr. Hier kommen wir auch erstmal nicht durch. Wobei das hier schon wieder sass aussieht. Dieses Gelb catcht mich hier immer. Das da. Aber ist okay. Ah ja. Aha. Keine Ahnung, wofür wir das brauchen. Ich nehme es erstmal mit. Scheinbar da vorne. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Ich bin mir sicher, wir finden es jetzt heraus. Als hätte ich es erraten. Bumm. Wunderbar. Das hier gibt's noch. Und sonst gibt's hier erstmal nichts mehr. Ist das hier einfach ein anderer Weg als die Röhre? Ja, ganz genau. Okay. Dann bin ich mir sicher, geht es hier oben weiter. Indem wir hier die Dornen wegmachen. Und uns das hier anschauen. Der in Sabines Superinfusion enthaltenen Antioxidantien, konnte Sabine den Ausbruch eines Unterwasservulkans mit bloßen Händen verhindern? Darüber wird sogar gerade ein Film der Woche gedreht. Das nenne ich geschickte Produktplatzierung. Ach ja. Feierbar. Du siehst mich nicht. Auf jeden Fall, was ich aber sehe, ist eine unsichtbare Brücke. Und zwar genau an der Stelle hier. Ganz genau. Aber das ist storytechnisch nicht relevant. Wobei, komm, wir machen es trotzdem. Wir machen es trotzdem. Weil dahinter sehe ich eine Erinnerung. Und von den Erinnerungen haben wir noch nicht viele. Und dass ich wenigstens da so ein bisschen was habe am Ende des Spiels dann nachher. Machen wir trotzdem mal den Kampf hier. Komm, ich habe hohe Erwartungen. Wenn es dann geladen hat. Also das wird auf jeden Fall im Fazit ein Kritikpunkt sein. 6 Züge einfach surviven. Oh, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Ich sag erstmal nichts dazu. Ja, dankeschön. Cool. So, er ist auf jeden Fall down. Viel zu leicht. Hier können wir erstmal den Jump rausholen. Und hier rüberfliegen. Da wir ja nur überleben müssen, ist es eigentlich klug, Gegner zu besiegen. Ich habe schon einmal gedasht. Ah, okay. Weil dann haben wir entspanntere Zeiten. Das ist nicht voll smart oder voll dumm. Warte mal. Nee, smart wäre es, auf den da hinten zu schießen. Und auf gute Crits zu hoffen. Ich hoffe, dadurch zündet sich der... Das ist nicht gut. Das auch nicht. Wiederum, das ist gut. Ein bisschen Schutz. Weil Rabbit Rosalina da oben tatsächlich viel zu offen steht. Aber ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ich habe Angst, dass die aufs Fass gehen. Das tun sie aber nicht, weil es sind schlaue Koopas. Schlaue Robo-Koopas. Ich glaube, ich bin zu laut. Ich mache das Mikrofon ein Stück weg. Ich teste ja mal wieder neue Mikrofoneinstellungen aus. Und da habe ich die ganze Zeit die Hoffnung, dass das alles so funktioniert, wie ich das will.
Zug wird erstmal abgegeben. weiß ich nicht, ob das jetzt so gut war. Das war irgendwie gar nicht gut, aber wir reden da erstmal nicht drüber. Okay, also wir tun, als wäre das nie passiert. Oh, das wird mit den Runden echt nicht so einfach. Ja, wobei. Wenn das Ganze so vonstatten geht, bam, dann schon. Viel zu leicht. Ich weiß noch nicht, wo ich mich hinstelle. Da muss ich erstmal noch ein bisschen überlegen, wie ich mich denn hier am schlausten positioniere. Besser. Das ist halt auch schlau. Und dann hier rein. Kann Rabbit Rosalina auch noch schießen? Aber sie hittet ihn nicht. Ich stell mich wagemutig hier hin und schieße trotzdem auf ihn. Und hoffe einfach auf richtig viele Crits. Oh mein Gott, was ist das? Und jetzt mal gucken, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das dachte. Oder halt nicht. Ich glaube, es trifft eher der zweite Fall ein. Minus eins. Scheinbar schon, ja. Na los. Oh. Was erstmal nicht so gut ist, vor allen Dingen eher nicht. Aua. Ja, das ist so gewollt gewesen. Kann ich nur mit einem Dash. Hat tatsächlich nicht so viel gebracht. Aber der Teamsprung hierhin könnte was bringen. Tötet nämlich ihn. Warum bin ich auch so lost? Der smarte Dude schickt jetzt schon seine Robo-Koopas vor. Weil der smarte Dude weiß ganz genau, was jetzt passiert. Ich habe eigentlich keine Ahnung und hoffe einfach, dass die dann die Gegner in die Spawn da reinlaufen. Mal gucken, was passiert. Die Hoffnung ist ja da, dass alles First Try klappt, so wie ich das will. Mann, das Mikrofon nervt mich so total. Das ist halt gar nicht gut, was jetzt gerade passiert. Mann, ich krieg das Mikrofon nicht so platziert, wie ich das will. Mann, das jetzt aber nicht das Problem. Woher kommt der da unten? Den mache ich weg. Der könnte gefährlich werden. Und schön weit weg hier. Auch wenn es nichts bringt, wenn die einen ranziehen, aber immerhin ist man mal ein Stück weiter weg. Da kommen jetzt wieder zwei raus, wollen wir wetten? Oder einer zumindest, ja.
Ich sag's wie es ist, ist nicht so gut. Ich hab's gemerkt. Mehr Damage ist wichtig. Das klappt irgendwie nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Das klappt schon eher, wie ich es mir erhofft habe. Aber halt immer noch nicht gut. Wenn es jetzt schlecht läuft, stirbt Bowser auch noch. Und das wäre halt wirklich Worst Case. Das wäre mehr als Worst Case. Das wäre Worst Case. Das ist gut. Das ist Scam. Das ist gut. Wie viele Runden muss ich noch? Eine. Okay. Ja, dann. Voll Risiko. Dann halt noch so viele Dings mitnehmen wie möglich. Und sie hat halt noch so viele Leben. Nach Möglichkeit sollte Bowser jetzt nicht sterben. Deswegen versuche ich noch ein bisschen was damit rauszuholen. Aber keine Ahnung, ob ich das gut schaffe oder nicht. Denke eher nicht. Bowser wird sterben. Bild, sorry. Alles umsonst. War keine gute Leistung. Wir gehen mal kurz so ein bisschen, also wir reden da nicht drüber, das ist nie passiert. Ist das hier Sidequest-Zeug? Wir gehen weiter. Ja, also mehr Koopa-Schaden auf jeden Fall. Und ich weiß ja nicht, was sich hier am meisten lohnt. Ich glaube eher, dass er. Ja, komm, warum nicht? Ich probiere es nochmal und hoffe, es funktioniert. Und damit wäre dann hoffentlich auch diese Runde erledigt. Die beiden leben noch, haben noch verhältnismäßig gut Leben. Deswegen sollten wir es jetzt geschafft haben. Ey, das ist so übertrieben. Wunderbar. Guys. Kriegen wir noch den Stufenaufstieg? No, kriegen wir scheinbar nicht. Okay. Guys. Wenn euch das Ganze heute gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Channel, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.